habe das Geld für die Firma nicht von der Bank gehabt, sondern von Freunden, Mitarbeitern und Kunden. Die Finanzmarktaufsicht hat aber gesagt, das sind illegale Bankgeschäfte. Das ist mit einer Strafe von bis zu 50.000 Euro zu ahnden. Der Strafrahmen ist dann nur auf 100.000 Euro aufgesetzt worden. Und ich habe gesagt, ich spüre kein Unrechtsbewusstsein. Ich habe einen Ausweg gefunden, unter dem tausende Klein- und Mittelbetriebe leiden. Mein Ausweg heißt, dass ich das Geld eben nicht von der Bank, sondern von Freunden mit. Und diese Privatdarlehen haben uns geholfen. So haben wir die Firma entwickeln können. Und das, was mir als Ausweg gelungen ist, möchte ich, dass Weg wird für alle. Gewonnen haben wir es, weil die öffentliche Meinung so stark auf unserer Seite war.